Hallo, schön, dass du hier bist in diesem Video. In diesem Video geht es ums Thema Verzeihen und Vergeben. Und für mich ist Verzeihen und Vergeben eine der Schlüsselkompetenzen für ein zufriedenes Leben. Eine Schlüsselkompetenz, um wieder Energie in sein Leben zu bringen. Denn was es bedeutet, wenn wir nicht verzeihen, wir ziehen diese alten Energien, diese negativen Gefühle und Gedanken mit uns her und die kosten uns in unserem jetzigen Leben noch Energie. Also wirklich physisch kostet es uns Energie, indem wir ständig das fühlen und ständig darüber uns Gedanken machen. Und es ist für mich auch das, was zu einem inneren Frieden führt. Denn der alte Groll aus der Vergangenheit, vielleicht von Verletzungen von Partnern, von anderen Menschen, von wo wir enttäuscht wurden oder auch wo wir uns selbst enttäuscht haben, uns selbst verletzt haben. Weil oftmals hat das Thema Vergebung nicht nur was mit anderen zu tun, sondern auch oft mit uns selbst zu tun. Und das ist so ein wichtiges Thema, zu verstehen, was Verzeihen bedeutet und Vergeben bedeutet und zu lernen, wie wir das ganz konkret in unserem Alltag praktizieren können. Und genau darum geht es im heutigen Video. Zu Beginn möchte ich ganz kurz diesen Unterschied nochmal klarstellen, dass es zwei Dinge gibt. Zum einen anderen Menschen vergeben, die uns verletzt oder nicht gut getan haben, und uns selbst vergeben. Die Strategie dahinter ist beides mal die gleiche. Aber oftmals, wenn wir an Verzeihen oder Vergeben denken, dann denken wir uns, ja, diese Person, die hat mich verletzt und ich bin das Opfer und der muss ich vergeben. Aber oftmals herrscht auch gegen uns selbst so ein Groll. Weil wir selbst mit uns unzufrieden waren, wie wir uns verhalten haben, was wir gemacht haben. Und auch das kostet uns Energie und auch dort dürfen wir Verzeihung lernen. Also zum einen zum anderen, die anderen Personen und das eine Mal uns selbst. Und wie geht Verzeihen jetzt? Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Du hast wahrscheinlich, wie du das Video angeklickt hast, eine bestimmte Person im Kopf oder dich selbst im Kopf, wo du sagst, ja genau, dieses Thema ist bei mir aktuell. Und dann denk einfach in die Situation, wo du verletzt wurdest, wo du gekränkt wurdest. Oder wo du selbst nicht so gehandelt hast, wie du dir es gewünscht hättest. Oder wo du selbst noch Groll auf dich hast. Und beobachte, welche Gefühle das erzeugt in dir. Werd dir dessen einmal bewusst, welche Emotionen, welche Energie das in deinem Körper erzeugt. Es kann eine Energie von Ärger sein, von Wut, von Traurigkeit, von Zorn, von Hilflosigkeit, von Angst. Aber was löst es in dir emotional aus, wenn du dich an diese Situation erinnerst oder wenn du an diese Situation denkst? Und das ist immer das Erste, was wir, auf das wir gucken dürfen. Und dort, wer diesen Kanal schon länger folgt, der weiß, diesen gesunden Umgang mit Gefühlen, dazu gibt es hier mehrere Videos. Also wenn du das noch nicht kennst, guck sie dir unbedingt an, wie wir gesund mit unseren Gefühlen umgehen können. Aber auch hier ist die gleiche Devise. Wenn ich diese Gefühle fühle, dann fühle ich diese einmal aufrichtig. Sagen, okay, hey, der hat mich verletzt und ich habe mich selbst verletzt und ich bin darüber traurig und ich erlaube es mir einmal dort traurig zu sein. Ich erlaube es mir einmal auch wütend zu sein. Und jetzt Vorsicht, jetzt kommt eine große Gefahr. Weil was unser Körper meistens dann macht, wenn wir solche Gefühle fühlen, er fängt auch an, dementsprechende Gedanken zu produzieren. Und die Gedanken können dann sein, oh, so ein Depp, der hat mich verletzt, warum macht er das mit mir, warum passiert das immer wieder mir, oder warum bin ich unfähig, kann ich das nicht, bin ich zu schlecht, diese tausenden Gedanken, wo sich ständig dann über diese Verletzung, über diesen Schmerz, über diese Dinge drehen. Und hier dürfen wir verstehen, die Gefühle zu fühlen, das heilt, das bringt Balance in unseren Körper. Die Gedanken verstärken die Gefühle nur. Mit den Gedanken halten wir quasi an diesen vergangenen Ereignissen fest. Die Gedanken halten fest. Die Gefühle dürfen wir fühlen. Und vorsichtig zu sein, wenn solche Gedanken auftauchen. Wenn solche Gedanken kommen, sagen einfach, ah, okay, spannender Gedanke, dich brauche ich gerade nicht, ich fühle einfach. Und dann, wenn unsere Gedanken kommen, oh, so, warum der, warum mich vielleicht, wieder zu merken, ah, das sind meine gedanklichen Muster, die mehr Leid erzeugen, die mehr Schmerz erzeugen, die mehr
negative Gefühle erzeugen oder nicht so schöne Gefühle, es gibt keine negativen Gefühle, nicht so schöne Gefühle erzeugen, dann diese Gedanken mal ganz bewusst wahrnehmen und sagen, nee, dich brauche ich gerade nicht. Und das fühlen. Das Einzige, was wir im Geiste tun dürfen, ist eins. Und zwar, das ist der nächste Schritt nach dem Fühlen, ist ein Akt des Verzeihens. So ein bewusster Akt zu sagen, hey, ich verzeihe diese Person. Ich verzeihe diesen Menschen. Ich heiße es nicht gut, was er getan hat. Aber ich schließe Frieden. Oder ich verzeihe mir. Das ist ein bewusster Akt, den wir geistig durchführen. Diese Verzeihung auszusprechen. Zu sagen. Das können wir zum Beginn mit uns selbst machen. Weil hier ist eine wichtige Komponente, die du verstehen musst. Und zwar, wenn du weiterhin an dem Groll, an dem Ärger, an der Wut, an dem All, an diesen Gedanken vor allem, an diesen Gedanken festhältst, dann verletzt du dich damit. Schau, wir machen das ja oft einfach nur, weil wir die andere Person bestrafen wollen. Wir sind wütend auf die Person und wollen sie mit dieser Wut bestrafen. Oder wir wollen uns selbst mit dem Ärger bestrafen, mit dem Wut auf uns selbst bestrafen. Doch das kostet uns jedes Mal Energie. Du schadest dir jedes Mal damit selbst. Du tust dir nicht gut damit. Du tust dir das quasi selbst an. Und vergeben und verzeihen tut man nicht für die andere Person, sondern immer für sich selbst. Tu das für dich. Tu das für dich, um deine Energie wieder zu dir zu holen. Tu das für dich, um wieder in deine Balance zu kommen. Tu das für dich, um dein Wohlbefinden wieder zu finden. Also, nochmal zu, und dann kannst du natürlich diese Dinge auch aussprechen. Du kannst sagen, okay, ich suche jetzt mit der Person das Gespräch oder ich schreibe mir einen Brief. Oder du musst auch gar nichts sagen, weil es ja etwas ist, was du für dich tust. Diese Möglichkeiten hast du natürlich. Du kannst der Person einen Brief schreiben, du kannst mit der Person sprechen, du kannst aber auch nichts tun, denn du machst es für dich. Du darfst dich dafür entscheiden, für den Frieden entscheiden, für dein Glück zu entscheiden. Für deine innere Balance, dich dafür zu entscheiden. Das ist der willentliche Akt des Geistes, diese Entscheidung zu treffen. Also, nur mal ganz kurz zusammengefasst und dann kommt der letzte Punkt. Gefühle, die noch da sind, die gefühlt werden möchten, dürfen gefühlt werden. Vorsicht beim Fühlen vor den Gedanken, die gerne mal katastrophalisieren, die sich da draufstürzen, die da sagen, die irgendwelche Geschichten uns erzählen. Die auch gut klingen mögen, aber das sind trotzdem nur Geschichten, mit denen wir uns weiterhin verletzen. Statt das zu machen, machen wir diesen geistigen Akt des Verzeihens und sagen, hey, es ist so passiert, wie es passiert ist. Ich verzeihe dem, ich vergebe den. Und dann kommt jetzt der spannendste Part. Und zwar nenne ich das immer bei mir in der Akademie oder in meinen Coachings Friedenstraining. Denn unser Geist ist dann manchmal tricky. Und zwar, auch wenn wir uns entschieden haben, zu sagen, ich verzeihe, kommt unser Geist in manchen Momenten, das ist vielleicht am Morgen auf im Bett aufwachen oder am Abend oder wenn wieder alte Verknüpfungen auftauchen oder ein SMS auftaucht, dass einfach dieser alte Groll oder diese alten Erinnerungen wieder wachgerückt werden. Dann kommt das Friedenstraining ins Spiel. Und zwar Friedenstraining bedeutet, wahrzunehmen, was dein Geist dort macht. Wahrzunehmen, dass deine Gedanken gerade sagen, oh, der und wieder in die Verurteilung gehen, in den Groll gehen und dann das wahrzunehmen und sagen, nein, halt, ich entscheide mich für Frieden. Ich entscheide mich für Frieden. Und das ist Friedenstraining. Friedenstraining bedeutet, sich immer wieder für Frieden zu entscheiden. Deinen Geist, deinen Organismus, deinen Körper zu lehren, nee, es ist vorbei. Du entscheidest dich für Frieden, du entscheidest dich für Balance, du entscheidest dich für dich, für deine Energie, für dein Glück. Das ist eine kontinuierliche Erinnerung. Und am Anfang kann das so stark sein, dieser Groll und dieses. Und irgendwann wird es weniger. Bis dein ganzer Organismus gelernt hat, durch Wiederholung, es ist vorbei. Also das ist der Prozess, der unglaublich tiefgehend auch ist. Gefühle fühlen, Gedanken aufpassen, einen Akt, bewussten Akt der Verzeihung und dann Friedenstraining in deinen Alltag bringen. In diesem Sinne wünsche ich
dir viel Freude beim Praktizieren. Freue mich natürlich immer, wirklich immer im Kommentarbereich von dir zu lesen. Über jeden Kommentar freue ich mich immer. Wenn es dir gefallen hat, gern immer positiv bewerten, weil dann entsteht auch ein spannender Effekt. Dir werden mehr von solchen Inhalten angezeigt, das dich in deiner persönlichen Entwicklung unterstützt. Und mir machst du natürlich eine Freude. Und gern genieß die Zeit. Ich freue mich, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal, dein Peter. Tschüss.